Köngen. Garagenverkleidung in Brand geraten. Ein Gasbrenner zur Unkrautbekämpfung dürfte am Donnerstagmittag in der Nürtinger Straße einen Schwelbrand in einer Garagenverkleidung verursacht haben. Kurz vor 13.30 Uhr hatte ein 19-Jähriger das Gerät in Verwendung und kam dabei der Garage offenbar zu nahe. Mit Hilfe eines Kollegen versuchte der junge Mann noch vergeblich, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die alarmierte Feuerwehr, die mit 4 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, musste daraufhin Teile der Außenverkleidung entfernen, um den Brand vollständig zu löschen. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.